Servus, liebe Leute, und willkommen in der nächsten Folge, bei der nächsten Folge von RimWorld. So, wir haben ein neues Mitglied bekommen, wir haben wieder die Grippe bei uns, wir haben noch nicht viel erreicht seit der letzten Folge, muss ich ehrlich sagen. Wir haben hier ein neues Gebiet freigelegt, also hier war eine Öffnung mitten im Berg, da haben wir jetzt auch gerade mal noch ein bisschen Nahrung angebaut. Aber wir sind noch nicht, bei weitem noch nicht so weit, wie ich mir es gerne wünschen würde. Aber ja, es geht langsam voran. Kommt schon. Irgendwas, ein Händler, irgendwas wird doch wohl kommen. Ach, schade, da oben der Hain ist noch nicht so weit. Ah, klasse. Mit exotischen Gütern, da hat er bestimmt auch irgendwas, was ich brauche. Oh, okay. Ja, in dem Fall schicken wir doch lieber die Julia. Weil die Julia auch krank. Ja, ist noch gut und sozial. Der Max? Komm. Darf der Max jetzt machen? Der arme Paul hat jetzt ein paar Aufträge, aber kriegt er hin. So. Nanofaser, das verkaufe ich jetzt. Erstmal gucken, was ich verkaufe. Arthur natürlich. Auch noch den Stock. Wow. Achso, die 64 sind die, wie ich habe. Okay. Okay. Gucken wir mal. 100 davon.
Ach, verdammt, Paul ist verwirrt. Ach, das wollte ich jetzt eigentlich noch. So, das muss alles aus dem Regen raus. Dieser baut jetzt. Da kommen sie. Oh nein. Er hat sich entschlossen, Irene umzubringen. Nein. Ich gebe keinem mehr hier eine Waffe. Wo sind die Irene? Du bleibst mal besser ein bisschen außer Reichweite. Hau ihn um. Der so langsam. Gott sei Dank. So, Dennis, aufhören. Rettest du ihn bitte noch? Alter Piet. Was hat denn der Piet? Gucken wir jetzt. Ah, zum Glück nur ein paar Stichwunden. Na ja, toll. Güller wird medizinischer Notfall. Wo habe ich jetzt eigentlich das Uran her? Paul läuft noch umher. Julia hat sich entschlossen. Warte mal, Piet liegt doch noch im Bett. Piet liegt im Bett, ich fass es nicht. Hau die Lisa um. Roshana, hau die Lisa um. Alter.
Die halbe Kolonie außer Gefecht. Eieiei. Wow. Okay. Paul, das geht nicht mal lang gut, nur dass du es weißt. Nein, Paul, du isst jetzt keine Drogen. Hab ich keine Nahrung mehr, sehe ich gerade. Alter. Jeder will, also das ist, jeder will heute jeden umbringen. Dana aus, hör auf. Gott, dass einer Einbeinige einem noch so auf den Sack gehen kann.
gerade noch mal gucken, ob man Paul retten kann. Koch, Julia, koch, als ob dein Leben davon abhängt, denn das tut es. Außer Gefecht. Und den liegt da doch bestimmt. Das ist auch noch außer Gefecht. Achso, die hat die Kleidung gewechselt. Ich habe gerade gedacht, wie soll die sich jetzt ausgezogen. Naja, Forschung bin ich nicht wirklich weit vorangekommen. Maggie hat nicht so die Motivation, was zu machen. Also Dennis kann ja da was machen. Thank you.
Durchnässt? Wieso durchnässt? Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Na gut, es hat draußen geregnet. Oder er war im Wasser. Aha, die wollen wieder einen Tunnel graben. Ernsthaft? Auch eine Idee. Besser als gar nichts.
Are you ready to rumble? Das Gute ist, wenn die mit Schusswaffen hinten dran stehen, dann können die. Oha, was ist mit Dennis? Ah, dann können die Gegner. Dann können die nicht auf meine Leute schießen, sondern die schießen über die Schulter. Jetzt ein Arsch. Ach, das waren da unten die Geschosse, okay. Irene ist schon ziemlich lange K.O., oder? Nun, ja, tatsächlich. Ein Riesenfaultier rächt sich. Der eine ist rasend verwut. Und das andere rächt sich. Ah, das hat den Zeh abgebissen. Dass er da oben durchdreht. War mir ja klar. Ah, jetzt muss man den Pete wieder retten. Wieder, wie sieht's bei dir aus? Ach gut, wieder. Du liegst ziemlich oft im Feuer.
Halt mal gerade so auf. Ach, Gott sei Dank, Irene geht's wieder gut. Oh, das gibt jetzt gut. Benötigt 3 Triebwerke. Ach so. Ah, so funktioniert das also. Okay. Aber da brauche ich aber auch ein bisschen. Naja, Leute, das war's mit der Folge. Mal sehen, ob wir in der nächsten Folge weiterkommen. Bin gespannt, was auf uns zukommt. Macht es gut, bis dann und ciao.